Wir sind wieder da. Die Vesperkirche Nürnberg-Lichtenhof beginnt. 5 Wochen lang, von 15. Januar bis 19. Februar, öffnen wir die Gustav-Adolf-Gedächtniskirche hier in der Nürnberger Südstadt, um wieder Vesperkirche zu sein. Offen ist an jedem Tag außer montags, unserem Ruhetag, von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Und eingeladen sind ganz einfach alle. Es gibt ein warmes Mittagessen von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr und das nach wie vor für nur 1 Euro. Uns als Vesperkirche ist es wichtig, wir wollen nicht den Druck weitergeben, den zurzeit so viele Menschen spüren, nämlich, dass ich mir vieles Lebensnotwendige oft kaum noch leisten kann. Ein warmer Raum, ein warmes Essen, Menschen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, darauf freuen wir uns hier. Wärme, Wir und Wiedersehen, das ist die Vesperkirche. Unser Kulturpartner, das Staatstheater Nürnberg, ist auch dieses Jahr wieder mit dabei und lädt ein, sonntags um 17 Uhr zu tollen Konzerten, die wir hier in der Vesperkirche genießen dürfen. Der Eintritt ist frei. Und unser Medienpartner, der Verlag Nürnberger Presse, lädt jeweils mittwochs bekannte Persönlichkeiten aus unserer Region ein, um mit uns ins Gespräch zu kommen. Und damit jetzt auch herzlichen Dank allen Helferinnen und Helfern der Vesperkirche. Ihr macht sie erst möglich. Und auch in deren Namen, allen, die kommen, herzlich willkommen bei der Vesperkirche in Nürnberg-Lichtenhof. Schön, dass ihr da seid. Musik.